12. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. In Nürnberg treffen die Thomas Sabo Ice Tigers und die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven aufeinander. Und die kommen mit einer Legende nach Franken. Martin Jiranek, Kultspieler der Ice Tigers, Ex-Sportdirektor, Trainer, jetzt Co-Trainer an der Nordsee, wird mit Standing Ovations begrüßt. Aber im Spiel, tja, da ist nichts mehr mit Freundschaft. Bremerhaven erwischt den besseren Start und diesen Kracher ans Metall. Stefan Espeland mit dem ersten Warnschuss. Aber es war nicht der einzige. Immer wieder Treutle stoppt die Aktionen der Fishtown Penguins. Die Franken tun sich schwer reinzukommen ins Match, aber verbuchen den ersten Treffer. Rückkehrer Ramboser hier mit der Scheibe, bringt sie vors Tor und dann ist die Scheibe drin. Dietz, Bremerhavens Verteidiger, fälscht unhaltbar ab für Thomas Pörperle. Die letzten Minuten im Auftaktdrittel laufen. Druck von Fishtown, aber dieser Konter, der ist am Ende nicht zu stoppen. Ecken, Treffer, 2-0. Unglaubliche Effizienz der Thomas Sabo Ice Tigers. Bremerhaven, die chancenreichere Mannschaft, die Mannschaft mit mehr Schüssen. Aber getroffen hat nur das Team von Kurt Leindorst hier zum 2-0. Thomas Sabo selbst im Stadion war ziemlich zufrieden mit dem, was er zu sehen bekam, wollte aber auch eine Steigerung. Und die gab es im Mittelabschnitt. Nürnberg im Powerplay, eine der wenigen Strafen. Und dann ist die Scheibe drin. Die 26. Minute. Roylen Schwartz kommt hier mit der Schlägerspitze an den Puck, trifft zum 3-0. Nur 65 Sekunden später. Wieder Druck, diesmal auf der anderen Seite. Und dann jubeln die Bremerhavener über den Anschlusstreffer. Jan Obers. Die Vorarbeit von Patch Olber geht schnell durch die neutrale Zone. Dann hat Obers das Tor vor sich, hätte auch auf Mauermann geben können, entschließt sich aber zum Schuss. Noch 10 Minuten im zweiten Drittel. Andy Eder unterwegs, Andy Eder mit seinem ersten Saisontreffer. Da hat er viel zu viel Platz, da kommt der Schuss über die Fanghandseite und Thomas Pöpperle geht anschließend runter. Patrick Czerveny kommt zu seinem allerersten DEL-Einsatz. Es laufen die letzten Sekunden. Nürnberg stark, aber hier lassen sie dem Gegner viel zu viel Platz. Deshalb Carson McMillan mit dieser Schussmöglichkeit und dem Anschlusstreffer. 2-4. Kurt Leindorst hat eigentlich ein gutes Drittel seiner Mannschaft gesehen. Stimmt sie nochmal ein. Aber die erste gute Gelegenheit, auch im dritten Drittel, bekommt die Mannschaft von der Nordsee. Hier Dominik Uha. Aber wieder ist es Treutle. Bärenstark an diesem Eishockeyabend. Kaum zu überwinden. Viele Chancen macht er fast im Alleingang zunichte. Dann laufen die letzten 5 Minuten. Nochmal Powerplay für Nürnberg. Und dann kommt der geniale Pass. Und Bender mit seinem ersten Saisontreffer trifft zum 5-2. Perfektes Zuspiel unter die Latte. Der Twistman begeistert. So, und dann haben wir noch einen für die Franken. Die geben sich Mühe, kommen aus der eigenen Zone raus. Patrick Reimer auf Alanov. Reimer, Abschluss. Sein 342. DL-Treffer. Der zweite in dieser Saison. Alanov und Ecken jeweils mit 3 Punkten in dieser Partie. Aber der letzte Jubel gehört den Thomas Sabo Ice Tigers und Patrick Reimer. Stimmen zum Spiel. Ich würde sagen, im zweiten Drittel haben wir fast perfekt gespielt. Da waren wir dann wieder deutlich überlegen und dann ja, ein paar kleine Leichtsinnsfehler, wo es dann noch mal ein bisschen enger wird. Aber man hat es dann wieder gesehen im dritten Drittel, wie die letzten Spiele auch dann schon sehr souverän gespielt, sehr schlau und schnell nach vorne gespielt und verdient gewonnen heute. Tja, das stimmt. Das war ein starkes Auswärtsspiel, trotzdem vom Bremerhaven. Aber Fishtown belohnt sich nicht. Scheitert vor allem im ersten Drittel am bärenstarken Niklas Treutle. Der Keeper und die Mannschaft auf der anderen Seite, die Thomas Sabo Ice Tigers an diesem Abend, unglaublich effektiv zum Heimerfolg. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.